Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer Sendung Altenheim TV Spezial. Ob man in Deutschlands Pflegeheimen medizinisch gut versorgt ist, hängt bis dato davon ab, ob es ein Team aus engagierten Medizinern und Heimleitern gibt, die gemeinsam gegen Windmühlen kämpfen. Die Branche wartet schon lange auf eine flächendeckende Lösung im Bereich der heimärztlichen Versorgung. Denn Insellösungen und Selektivverträge der Kassen bleiben eben nur Lösungen im Kleinen. Und währenddessen werden unzählige Senioren, insbesondere am Wochenende und abends, unnötig ins Krankenhaus eingewiesen. Für Menschen mit Demenz ist der Krankenhausaufenthalt meist so verwirrend, dass sie sich danach nur schwer davon erholen können. Und was die fachärztliche Versorgung angeht, so ist die Lage besonders desolat. Aber langsam bewegt sich etwas. Wie wir bereits berichteten, haben sich im Juli 2016 die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband nun immerhin nach 8 Jahren Verzögerung auf ein neues EBM-Kapitel im Vergütungssystem der vertragsärztlichen Versorgung in Deutschland geeinigt. Ärzte, die an Kooperationsverträgen nach § 119b SGB V teilnehmen, können damit Leistungen für ihren erhöhten Aufwand abrechnen. Inzwischen gibt es in den meisten Bundesländern Musterverträge, die die KVen anbieten, so zum Beispiel in Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg, dem Saarland, Niedersachsen, Thüringen, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Hamburg. In Rheinland-Pfalz hat die dortige Pflegegesellschaft den Mustervertrag gemeinsam mit der KV entwickelt. Im September haben wir auch über das KWA Alpstift in Aalen berichtet, das sich trotz intensivster Bemühungen um ein gutes Heimarztmodell seit langem in der Warteschleife befand. Das Haus hatte mit dem Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Klee einen eigenen Vertrag vorgelegt. Nun gibt es endlich Positives zu vermelden. Ich habe mich in München mit Dr. Stefan Arendt, Vorstand des KWA, und Manfred Zwick, Stiftsdirektor des Alpstifts, getroffen. Manfred Zwick hat viele Jahre dafür gekämpft, ein Heimarztmodell für seine Bewohner zu implementieren. Schauen wir uns an, was die beiden zu dem neuen Kooperationsvertrag zu sagen haben. Also der Vertrag beinhaltet, dass wir immer Ansprechpartner in der Einrichtung, medizinische Ansprechpartner haben, also die Hausärzte, die zu uns regelmäßig kommen. Wir haben vereinbart, dass die Ärzte auch Sprechstunden in der Einrichtung abhalten können und dadurch eine entsprechende Arztpräsenz sicherstellen. Der Vorteil bei uns liegt daran, dass wir nicht sehr viele Hausärzte haben. Wir haben im Jahr 2012 29 Hausärzte für 200 Bewohner gehabt, die teilweise nur 9 bis 10 Hausärzte hatten, nur 1 oder 2 Bewohner. Das heißt, wir können mit diesem Hausarzt-Heimarztvertrag sicherstellen, dass wir eine entsprechende Arztpräsenz haben, dass wir Krankenhauseinweisungen, die unnötigerweise stattfinden, weil kein Arzt vorhanden ist oder der Notdienst nicht zeitgenau kommen kann, verhindern können. Nun sparen Sie ja den Kassen erhebliche Kosten ein durch unnötige Krankenhauseinweisungen. Inwiefern beteiligen sich die Kassen an den Verträgen? Im Moment noch gar nicht. Unser Ansatz war ja zunächst erstmal mit den Kassen einen kassenübergreifenden Vertrag zu schließen, aber das ist an den Kassen gescheitert. Die Kassen hatten entweder Selektivverträge oder integrierte Versorgungsverträge, die sie angeboten haben. Das haben wir nicht als zielführend erachtet, weil wir sonst einen ganzen bunten Blumenstrauß an Vertragskonstellationen in der Einrichtung gehabt hätten. Und unser Ansatz war zunächst mal, einen kassenübergreifenden Vertrag zu gestalten. Das haben die Kassen nicht mitgemacht, sodass wir dann auf diesen 119b, den Paragraph SGB V, 119b gekommen sind und da mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg einen Vertragsentwurf erarbeitet haben, beziehungsweise wir haben unseren Vertragsentwurf der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt. Und aktuell beteiligen sich die Kassen an dem Heimarztmodell aktiv, nicht passiv, im Sekundärjahr, dass eine entsprechende Refinanzierung der ärztlichen Leistung über die KV quasi dann gegeben ist. Damit so ein Heimarztmodell funktionieren kann, was muss das Heim, was muss der Heimleiter sicherstellen? Ärzte beklagen ja häufig, dass die Visiten schlecht vorbereitet werden. Was ist aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung wichtig, auch für die Kollegen in der Branche? Worauf sollten Sie achten?
Also man sollte vor allem auf die Ärzte auch proaktiv zugehen, weil ich finde, es ist relativ einseitig. Es kommt ein Arzt zu ganz unterschiedlichen Zeiten, mal um 7 Uhr, um 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr oder am Nachmittag und erwartet dann, dass entsprechende Pflegefachkräfte zur Verfügung stehen und ihn bei den Visiten begleiten. Für mich ein wesentlicher Ansatz wäre, dass man auf die Ärzte zugeht, mit denen auch diese Inhalte, die Problematik bespricht und dann zum Beispiel Visitenzeiten vereinbart. Wir haben das gemacht und haben festgestellt, dass wir sagen, in einem bestimmten Zeitkorridor von 8 Uhr bis um 9:30 Uhr an bestimmten Tagen, und die Ärzte kommen, steht immer eine Bezugspflegefachkraft zur Verfügung. Und seitdem haben wir eine deutliche Steigerung der Qualität. Also es ist eine Einbahnstraße, wenn die Ärzte sagen, die Einrichtungen sind nicht gut vorbereitet auf Visiten. Auf der anderen Seite müssen die Hausärzte auch hier wirklich ein Interesse dran haben, zu sagen, dann versuchen wir einen Zeitkorridor zu vereinbaren, wo wir in die Einrichtungen gehen, damit wir dann wiederum sicherstellen können, dass dann geeignetes Fachpersonal zur Verfügung steht und das von der Arbeitsorganisation auch dann freigestellt werden kann. Und dann funktioniert das. Die Verträge, die Sie jetzt geschlossen haben, sind ja mit hausärztlichen Praxen. Wie sieht es mit der fachärztlichen Versorgung aus? Haben Sie da auch schon Fachärzte in Aussicht, die sich beteiligen wollen? Also wir haben zwei Fachärzte, die Internisten sind und haben gerade im Gespräch mit einem Facharzt für Urologie, der an diesem Vertrag auch immer Interesse gezeigt hat, dass wir einen entsprechenden Vertrag abschließen können. Aber das Wichtige bei unserem Heimarztmodell in Aalen ist es so, dass wir sagen, der Heimarzt hat den Hut auf und die Fachärzte werden über den Heimarzt quasi generiert und dass der Heimarzt auch die Fachärzte entsprechend dann mit einbindet und dann auch wieder eine Rückmeldung, eine Rückschleife dann stattfindet zu dem Heimarzt vom Facharzt her. Das ist das wesentliche Vorteil in unserem Modell. Herr Dr. Arendt, das KWA betreibt 18 Einrichtungen in verschiedenen Bundesländern. Was planen Sie perspektivisch? Soll es in allen Häusern Kooperationsverträge mit Ärzten geben und welche Pläne gibt es dazu? Ja, zunächst freuen wir uns natürlich, dass es jetzt möglich ist, nach so vielen Jahren intensiver Arbeit die Verträge nach 119b SGB V abzuschließen. Wir versprechen uns davon, dass wir damit die ärztliche Versorgung unserer Bewohner verbessern können. Aber da wir jetzt eigene Verträge entwickelt haben und eigene Gedanken gemacht haben, werden wir da schauen und werden wir versuchen, dass wir natürlich auch überall in unseren Einrichtungen mit den kooperierenden Hausärzten und Fachärzten auch unsere Vertragsinhalte dann auch zum Abschluss bringen. Wir sehen also große Chancen und wie gesagt freuen uns, dass es jetzt Bewegung gibt nach so vielen Jahren. Aber jetzt pauschale Musterverträge abzuschließen, die die KVen ihren Ärzten zur Verfügung stellen, das sehen wir nicht als zielführend, denn jetzt kommt es ja darauf an, dass wir unsere Anliegen, die uns am Herzen liegen, zur Verbesserung der Versorgung für unsere Bewohner auch in diesen Verträgen niederlegen zu können. Und von daher wird es unser großes Ziel sein, in allen KWA-Einrichtungen auch unsere Gedanken und unsere Grundlagen einer guten Kooperation in den Verträgen auch umzusetzen. Das heißt also ganz genau gucken, was man unterschreibt. Ja, das heißt genau gucken, was man unterschreibt. Wie gesagt, die KVen machen das jetzt recht nett für die Ärzte. Sie stellen diese Musterverträge zur Verfügung, aber das entbindet uns ja nicht davon zu schauen, was steht in den Verträgen drin und was wollen wir, was in den Verträgen drin steht, auf was kommt es uns an und was ist uns inhaltlich vor allen Dingen wichtig. Und allein mit dem Abschluss von Musterverträgen kommen wir natürlich da nicht weiter. Es gilt und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Anliegen, unsere Wünsche und das, was wir erreichen wollen, auch jetzt mit den Ärzten zu verhandeln und dann zu einem guten Vertragsabschluss zu kommen. Nach Ansicht von Stefan Arendt sollten Sie also genau prüfen, welche Vereinbarungen für Ihre Bewohner und die Abläufe in Ihrem Heim passen und die Anlage der Verträge nutzen, um diese Muster sinnvoll zu ergänzen. Mehr dazu lesen Sie auch demnächst in der Zeitschrift Altenheim. Auch das Diakonische Alten- und Pflegeheim Haus Wartburg im niedersächsischen Lehre hat kürzlich einen Kooperationsvertrag nach § 119b SGB V geschlossen. Einrichtungsleiter Björn Jübner erläutert uns, wie es dort läuft und berichtet außerdem über das Palliativnetz, das Mediziner und Pflegeheim zusammen aufgebaut haben.
Beim Palliativmediziner und Hausarzt Dr. Michael Pohling haben wir nachgefragt, was aus seiner Sicht wichtig wäre, damit die Visiten im Heim reibungslos ablaufen. Film ab. Wir haben im Oktober darüber gesprochen, über die Vertragsinhalte mit der Arztpraxis. Und der Vertrag ist jetzt seit 1. November entsprechend gültig. Okay. Genau. Und es ist im Vertrag zum Beispiel geregelt, die Aufgaben, die der Hausarzt entsprechend hat, zum Beispiel, dass er einmal in der Woche zur Visite kommt, dass er Fallbesprechungen entsprechend durchführt, dass er als Ansprechpartner für unsere Bewohner da ist, natürlich auch für die Angehörigen. Des Weiteren sind die Aufgaben der Pflegefachkräfte, also im Prinzip vom Heim geregelt, dass wir zu den Arztvisiten eben eine Pflegefachkraft abstellen, die die Arztvisiten vorbereitet und dementsprechend natürlich auch dokumentiert und begleitet, ärztliche Anordnungen durchführt. Ein weiterer Punkt des Vertrages ist halt, die Zusammenarbeit ist in diesem Vertrag halt entsprechend geregelt. Das heißt, dass die Medikamentenpläne unserer Bewohner regelmäßig abgeglichen werden, dass Leitlinien erarbeitet werden gemeinsam für Neuanzüge. Das heißt, wenn Bewohner hier bei uns neu einziehen, welche Informationen bekommt der Arzt und von wem ist in diesem Vertrag geregelt. Und ganz wichtig natürlich auch Vertretungsregelungen. Das heißt, wenn der Hausarzt entsprechend im Urlaub ist oder außerhalb seiner normalen Zeiten, wer übernimmt dann die Visiten als Ansprechpartner? Und Thema Datenschutz und Schweigepflicht natürlich ist auch in diesem Vertrag geregelt. Vorteile hat in dem Vertrag, also wir haben das einfach mal schriftlich festgehalten, was wir schon zum Glück für uns mit den Ärzten schon jahrelang so gut harmonieren. Und die Zusammenarbeit haben wir jetzt einfach mal schriftlich festgehalten in diesem Vertrag. Vorteile für die Bewohner ist natürlich entsprechende Sicherheit. Also je besser die Pflegefachkräfte mit den Ärzten zusammenarbeiten, umso mehr profitieren natürlich unsere Bewohner. Das gibt halt ein ganzes Stück Sicherheit. Zum Beispiel, dass man eben weniger auf Bereitschaftsdienste, Bereitschaftsärzte verzichten kann, dass unnötige Krankenhauseinweisungen und Krankentransporte damit vermieden werden können. Ist ja immer noch eine Belastung für die Bewohner, natürlich auch Kosten dementsprechend, die da anfallen. Weil wir möchten natürlich gerne unsere Bewohner möglichst hier behalten und dementsprechend hier zu versorgen. Und mit diesem, ja, in Begleitung mit den Ärzten geht das auch richtig gut. Sie haben ja außerdem ein ziemlich besonderes Palliativnetz aufgebaut, das letztlich bisher eigentlich auch nur funktionierte, weil die beteiligten Ärzte und Palliativkräfte besonders engagiert sind. Was machen Sie da konkret? Können Sie das noch mal kurz berichten? Ja, also seit Januar 2013 haben wir im Prinzip hier im Haus einen Palliativbereich eingeführt. Das heißt, wir haben 4 Zimmer, die wir da zur Verfügung stellen. Wir haben Mitarbeiter dementsprechend in dieser großen Palliativausbildung geschult mit 160 Stunden. Von der Betreuung her ist es und Behandlung ist es im Prinzip nichts anderes. Großer Unterschied zum Hospiz ist, wir haben da keinen besonderen Personalschlüssel für, sondern müssen das halt mit unseren eigenen Mitteln, sag ich mal, abdecken. Was ja nicht so einfach ist. Das ist richtig, ist mal eine große Herausforderung, ganz klar. Und ein weiterer Nachteil ist im Vergleich zum Hospiz, also Hospiz kann auf mehr Ehrenamtliche zurückgreifen. Da sind wir aber auch im Moment dabei, mit den Ärzten gemeinsam und mit der Gemeindelehre hier vor Ort über zu überlegen, wie wir auch noch einige Ehrenamtliche für diesen wichtigen Bereich gewinnen können. Was müsste sich denn Ihrer Ansicht nach verändern, damit eine gute heimärztliche Versorgung zum Standard wird, also in allen Einrichtungen, nicht nur in den Einrichtungen, in denen besonders engagierte Heimleiter und Ärzte irgendwie sich zusammentun und sagen, wir wollen kooperieren, weil uns das wichtig ist? Es ist natürlich in erster Linie wichtig, die Verlässlichkeit. Das heißt, es muss von vornherein einige wichtige Punkte zwischen den Pflegeheimen und den Ärzten geregelt sein. Das heißt, es muss die Verlässlichkeit der Visiten entsprechend da sein. Es muss bekannt sein, wann die Visiten stattfinden. Visiten müssen vorbereitet werden, die müssen begleitet werden. Und das muss halt im Vorfeld feststehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist halt eben auch da in der Kommunikation zwischen Pflegeheim und Ärzten halt ganz klare Absprachen gibt. Auch, dass die Ärzte erreichbar sind, das heißt, dass Vertretungsregelungen geregelt sind, auch ganz, ganz wichtig für die Bewohner, auch für das Pflegepersonal natürlich, dass das Pflegepersonal weiß, okay, dann kann ich anrufen und wenn der Hausarzt im Urlaub ist, der und der vertritt eben den Arzt. Das ist eigentlich somit das Wichtigste, wirklich Absprachen einzuhalten. Dr. Pohling, Mediziner beklagen ja häufiger, dass Heime die ärztlichen Visiten nicht besonders gut vorbereiten. Was müsste denn Ihrer Ansicht nach ein Heim organisieren oder sicherstellen, damit der Ablauf reibungslos ist?
Also aus meiner Sicht und wie es an vielen Stellen gut funktioniert, gibt es eigentlich ein Visitenbuch, in dem die Patienten aufgeführt sind, die Wünsche zu dem Zeitpunkt der Visite an mich, also an die Mediziner haben. Das Zweite, was ganz wichtig ist, ist, dass der Patient, der diesen Wunsch hat, zu dem Zeitpunkt der Visite oder in diesem Zeitfenster der Visite auch anwesend ist. Okay. Das ist leider manchmal, haben die Patienten auch ein Eigenleben. Und das behindert einfach unsere Arbeit. Weiter kommt dazu, dass das Personal in der Kommunikation so sein muss, dass auch derjenige, der vielleicht am Tag, wo das Visitenbuch geschrieben wurde, nicht da war, dass der auch über den Fall, der zu besprechen ist, Bescheid weiß. Was meinen Sie denn, müsste sich ändern, damit eine gute heimärztliche Versorgung für alle Senioren gewährleistet sein könnte? Also einmal ist natürlich unabdingbar gutes Personal, eine gute Organisation und Struktur des Heimes, der Stationen. Dann eigentlich ein Miteinander. Also der Arzt kann nur so gut sein, wie das Personal auch es zulässt. Mir fällt, das sind eigentlich die wesentlichen Dinge. Dann das Visitenbuch hatte ich schon angesprochen. Das ist aus meiner Sicht sehr hilfreich. Hilfreich wäre auch noch oder ist in den meisten Fällen, dass man die erforderlichen vorhandenen Arztbrief oder Medikamentenpläne noch mal einsehen kann, um eventuell etwas zu ändern. Aber im Großen und Ganzen, wenn das Personal gut eingespielt ist, gibt es keine Schwierigkeiten. Was bekommen Sie denn in der Regel durchschnittlich pro Hausbesuch, pro Patient als Vergütung? Also, das ist ein bisschen schwierig, das kommt immer auf den Patienten an. Wenn wir jetzt eine Heimvisite machen mit mehreren Patienten, bekommen wir etwa für den ersten Patient knapp über 20 Euro als Basisvergütung plus ein Kilometergeld, was je nach Tageszeit variiert, um etwa 5 Euro herum. Weitere Vergütung bekommen wir für den nächsten Patienten, den wir besuchen. Das liegt im Bereich von 11 Euro. Das wird dann abgestaffelt. Das heißt, jeder weitere Patient, der von uns im Rahmen der Visite besucht wird, schlägt in unserer Kasse sozusagen mit 11 Euro zu Buche. Dafür gibt es aber keine weiteren Zuschläge. Eine Besonderheit sind noch Patienten, die wir speziell palliativ versorgen, also Patienten, die zum Lebensende hier im Heim versorgt werden. Da gibt es eine Vergütung bis zu einer Stunde von 60 Euro inklusive der aller Kosten. Und der neue Vertrag, den Sie geschlossen haben mit der Einrichtung hier, nach Paragraph 119b, da bekommen Sie ja eine Aufwandsentschädigung sozusagen für den Koordinationsaufwand. Ja, wie hoch ist der ungefähr, als Hausbesuch? Ja, also das verbessert sich alles. Das hat aber auch damit zu tun, wir haben von den drei Heimen, die wir betreuen, dieses eine Heim, in dem wir gerade sitzen, ausgesucht, weil es hier besonders gut funktioniert und weil wir uns hier alle Kriterien, die für die Kooperation erforderlich sind, gut vorstellen können. Jetzt ist es so, wenn dieser Kooperationsvertrag läuft, bekommen wir praktisch für jeden Patienten eine Vergütung von um 20 Euro.
Vorher war es abgestaffelt, erster Patient 20 Euro, zweiter Patient 10, 11 Euro. Das ist dann aufgehoben. Hängt aber mit dem Kooperationsvertrag zusammen, wo sich das Heim verpflichtet, Kriterien zu erfüllen und wo wir uns verpflichten, auch Kriterien zu erfüllen. Okay. Der Anreiz für Ärzte, aufwendige Hausbesuche zu machen, dürfte also auch mit dem neuen EBM-Kapitel nicht besonders groß sein. Zum Schluss noch ein Blick zum Münchenstift. Altenheim-Chefredakteur Steve Schrader hat beim Geschäftsführer Siegfried Benker nachgefragt, wie man dort die heimärztliche Versorgung organisiert. Vielerorts wird ja immer wieder kritisiert, der Einsatz von Fachärzten, von Ärzten in den Einrichtungen. Das ist ja oft Mangelware. Die medizinische Versorgung, daher auch ein richtiges Problem in der stationären Altenhilfe. Wie erleben Sie das denn hier? Wir haben seit Jahren ein sehr gut funktionierendes Ärztenetzwerk an die Münchenstift angedockt. Dieses Ärztenetzwerk ist sehr nahe an den ganzen Bewohnern und Bewohnerinnen dran, außer jemand möchte es nicht in den Häusern, das ist klar. Aber ansonsten haben wir ein Ärztenetzwerk, die auch gerade im geriatrischen Bereich sehr viel Erfahrung mitbringen, die viele Bewohner seit Monaten und Jahren auch ganz gut kennen und immer wieder unterwegs sind. Also da haben wir eine gute Unterstützung und wir könnten das Thema Palliativ Care und diese Versorgung im Hospizbereich auch nicht bewerkstelligen, wenn wir das Ärztenetzwerk nicht hätten und die uns dabei auch unterstützen. Ärztenetzwerk heißt, dass es wirklich eine Anzahl an Ärzten gibt, die hier speziell für ihre Einrichtungen tätig sind und auch miteinander kooperieren? Jein, es sind Ärzte, die teilweise für unsere Einrichtungen speziell zuständig sind, aber vor allem sind es niedergelassene Ärzte, die aber ein Netzwerk bilden und immer wieder bei uns in den Häusern ganz regelmäßig unterwegs sind. Entscheidend ist sozusagen, dieses Netzwerk sich an ungefähr 35 Ärzten für unsere neuen Einrichtungen gegenseitig verständigt über bestimmte Situationen und Zuständigkeiten und auch immer wieder gegenseitig rückfragt und damit eben die Möglichkeit einer guten Versorgung unserer Bewohner gegeben ist. So ein Ärztenetzwerk oder eine gute medizinische Versorgung, wie Sie sie gerade beschreiben, ist ja auch sehr abhängig dann eben vom Engagement dieser Ärzte und von den Einrichtungen, etwas für dieses Thema zu tun. Was muss denn passieren, damit es eigentlich Standard ist, dass das auch in der Fläche gewährleistet ist? Was muss da gesetzlich passieren? Also man müsste überlegen, damit es in der Fläche funktioniert, wo sich kein Arzt zuständig fühlt, dass eine Finanzierbarkeit eines Arztes im Heim möglich wird. Das wäre eigentlich der erste Schritt. Das gibt es nicht nur ein einziges Mal als Modellprojekt, aber ansonsten nicht. Das wäre eigentlich in der Fläche das Notwendige. Hier in München, wo wir natürlich sehr gut versorgt sind mit Ärzten, da kommt es vor allem darauf an, Ärzte und Ärztinnen zu finden, die bereit sind, sich auch wirklich auf die besondere Situation von alten Menschen mit allen Fragen, die im Alter eine Rolle spielen, einzulassen und entsprechend in den Häusern unterwegs zu sein und das Engagement mitzubringen, eben auch mal abends oder am Wochenende wirklich da zu sein. Ja, meine Damen und Herren, sind schon die ersten Ärzte mit Verträgen auf Sie zugekommen? Entsprechen die Verträge Ihren Vorstellungen? Schreiben Sie einen Kommentar und diskutieren Sie mit Dr. Stefan Arendt vom KWA. Ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen und Beiträge. Das war's für heute. Wir bleiben dran für eine bessere Altenhilfe. Alles Gute für Sie und auf Wiedersehen.